Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Entschuldigung, dass in letzter Zeit sehr wenig was von Hearthstone kam, aber ja, zeitmäßig und so war da nicht viel zu drehen. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal die Arena heute zu Ende. Also mindestens drei Spiele Arena machen wir heute. Sonst komme ich mir ein bisschen dämlich vor, dass die letzte Woche so gut gar nichts kam. Und ich da extra mit einem Arena-Battle angefangen habe. Aber das jetzt hier nicht zu Ende führe. Naja, mal gucken. Aber ich glaube ja sowieso, dass ich mir ein extrem bescheidenes Deck zusammengestellt habe. Naja, habe überhaupt keinen Plan. Obwohl ich jetzt ja schon ein paar Spiele gemacht habe, ist das doch immer noch relativ wenig. Ein Kumpel von mir hat mir geraten, ich soll erstmal alle Charaktere auf Level 20 bringen, damit man viele Karten gesehen hat und praktisch sich schon ein bisschen auskennt, was die Karten wie wann machen, bla. Und ja, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, irgendwie ist die Startern richtig Dreck, muss ich auch mal sagen. Ja, toll. Na, geil. Geile Karte. Tolle Karte. Ey, ich kann so viel machen. Naja. Ist ja schon wieder super. Na dann, kopier mal. Was willst du da haben? Oder was hast du bekommen? Schade, dass ich das nicht sehe, aber... Hätte irgendwie alles nur so mäßig gut gewesen. Ja, 9:19 ist doch ein bisschen früh. Naja, früh nicht, aber mäßig. Mäßig freundlich an einem Samstagmorgen. Na, mal gucken, was du machst, mein kleiner Priester. Ja, ist jetzt kein Beinbruch. Aber können wir ja schon mal aufrüsten und gucken uns an, was er so hat. Was er noch so auf der Hand hat. Nächste Runde dann Verhexen vielleicht und Flammenzungen-Totem. Beziehungsweise nur eins von beiden. Oder gucken, was er jetzt für einen Gegner beziehungsweise für einen Diener spielt. Ob ich den jetzt dringend kaputt machen muss oder nicht. Gut. Aber ich glaube, das spare ich mir lieber, weil ich einfach so mache. Opfer ich einfach meine Elfenbogenschützin. Ich kann trotzdem noch viel Schaden machen. Und hab ein Spottvieh. Ah, das war super. Und keine Karte, keine gute Karte verbraucht, weil ich die jetzt ja noch verwenden kann gegen ihn selbst oder gegen den Diener. Na, ist jetzt... Nee, nicht Weihe. Heilige Nova, genau, so hieß das. So hieß das bei dem Priest. Ich habe die besten Angebote bei dir. Das war's. So. Habe ich eigentlich mehr oder weniger nur gemacht, dass er jetzt hier nicht gleich demnächst drauf geht. Und damit er Spott hat. Ja, okay, die Karte hätte man besser verwenden können, aber naja. Nächste Runde kann ich ja noch ein paar Zauber ausspielen, dann wird sich die Karte nochmal als nützlich erweisen. Passt also auch, ja. Aber dich werde ich voll kaputt machen. Weil... So, mache ich Lava-Eruption. Oder? Ich frage mich, ob... Ja, komm. Ist mein Leben. So.
Dann warten wir auf jeden Fall erstmal die nächste Runde ab. Weil ich würde gerne für die ganzen Zauberkarten noch das Totem, was meinen Zauberschaden erhöht, bekommen. Das wäre nämlich sehr viel angenehmer für mich. Als jetzt hier nur mit diesem Standardschaden. Also ja klar, der Standardschaden ist schon gut, aber wenn mehr geht, geht mehr, wa? Für den Kreuzzug. Ja, ist jetzt nicht so schön. Meine Augen sind offen. Stellt drei Leben wieder her. Ich das jetzt. Bup. Da bin ich dich schon mal los. Eigentlich würde ich ja gerne vorher ihn ausspielen, aber damit er dann wenigstens eine 4-6er Karte wird. Oder warte ich einfach eine Runde. Ich glaube, ich friere. Na, wenn das jetzt mal kein Fehler ist, wa? Wir machen so. 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 Ich spiele mal nächste Runde den entfesselten Elementaren. Die beiden Sachen mit Überladung und dann freue ich mich. Zieh dir das mal eine Karte. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, kriegst du hin. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus für mich. Erstmal den Elementaren. Dann... Blitzschlag ihn wegflanken. So, dann... habe ich noch 4 Mana, 2 für die Axt. Machen wir erstmal so. Jetzt bin ich den los, dann habe ich jetzt noch 4 Mana. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie alles nicht so prickelnd. Ich will nicht, dass der mich angreift. Aber ich weiß nicht, ob die friert ein Dings durchs Gottes Schild durchkommt. Ja, perfekt. Dann können wir noch so machen. So. So. Damit ich hier mal nicht gestresst werde. Von der ablaufenden Zeit, aber bisher sieht es doch ziemlich prickelnd für mich aus. Na, scheiße. Der hat der Sturmangriff. Ja, naja, okay, nichts kann mich angreifen. Ist jetzt ja nicht so ein Beinbruch. Wegbekommen tue ich hier auch noch. Benötigt ihr einen Segen? Vielleicht, ja, ist gleich weg. So, wie machen wir das jetzt? Also erstmal... machen wir so und den anderen verzaubern wir. Kriege ich nicht ganz so viel Schaden. Ja, toll. Ein Totem oder einer von denen hier? Das soll eine Waffe sein. Elemente, zeigt mir den Weg. Das war's. So, dann sieht's doch schon mal extrem gut für mich aus. Ich glaube nicht, dass er das noch reißen kann. Obwohl eine... okay. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt noch eine Dings hätte. Eine heilige Nova. Wäre das vielleicht nicht ganz so gut für mich gewesen. Aber dann hat er ja auch noch
heilige Pein zweimal haben müssen oder so, damit er mich hier wegbekommt. Klasse! Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Danke. So, würde sagen, gleich noch eine Runde. Haben wir nicht gerade unkurz für die Runde gebraucht? 19 hatten wir, war? Ich hatte 99 gesagt, genau. Na, geht doch. Ich doch gar nicht gedacht, dass es doch relativ kurz war. 6, 7, 8 Minuten. 8 Minuten, kann ich rechnen. Das Wochenende. Gehirn ist abgeschaltet. So, auf zum dritten Arena-Kampf. Ja, ein Hexer hatte ich ja schon letztes Mal so meine Schwierigkeiten. Schön ist das jetzt hier irgendwie nicht, aber okay. So. Ja, ist jetzt... Ich hätte die gerne nicht als erstes gespielt, aber eine Karte schon mal zu haben... ist besser für mich, weil sonst hätte ich ja auch nächste Runde jetzt keinen Totem spielen können. Also ich hätte gern für sowas verwendet halt. Aber... nix da. Wupp. Na, mal gucken. Was stellst du mit deinen zwei Manern an? Freundlicher Hexenmeister. Okay, drei. Na dann. Na, das werde ich mit Sicherheit nicht zulassen. Weil... wenn du das schon so spielst und dafür extra dein, die Münze opferst, dann wird das eine ziemlich gute Karte gewesen sein. Oder hätte eine ziemlich gute Karte werden können. So. Vier Mana. Lieber so. Die hat ein bisschen mehr Leben. Dann kann die nächste Runde den Windzorn-Typi rufen. Und ein Totem. Ja, okay. Ich mach das trotzdem so. Und kloppt sich kaputt. Jetzt ist schon mal einen kleinen Vorteil. Und ich habe immer noch Verhexung auf der Hand. Verhexen. Verhexung? Verhexung. Das ist doch schon mal ein ganz schöner Start. Ja, okay. Drei Schaden ist jetzt nicht allzu wild. Gut. Dann machen wir so. Und so. Kloppen wir den weg. Haben Spottvieh bekommen. Sehr schön. Und können ihn schon mal massakrieren. So, nächste Runde haben wir 7 Mana und könnten Verhexung und die Drachling-Mechanikerin spielen. Aber werden wir erstmal sehen. Vielleicht auch... anders. Das ist jetzt meine letzte Verhexung, aber ich glaube nicht, dass ich die jetzt gegen sie verwende. Was? Ich habe jetzt nicht gelesen, was die Dings war. Friert einen Charakter ein. Ah. Machen wir so und schieben das Problem noch eine Runde auf, wa? Können wir uns nächste Runde um die Priesterin da kümmern. Aber... fügt eine... Ah, das
nicht so schön. Aber okay, ich hab's ja mehr oder weniger drauf angelegt. Ja, okay, auf jeden Fall so. Bin ich dich schon mal los. So, bin ich dich los und mach das so. Sieht das doch schon mal sehr gut für mich aus. Extrem gut, um nicht genau zu sein. Jede Menge Monster auf meiner Seite. Er hat wenig Lebenspunkte, keine Monster auf seiner Seite. Ach, spielt jetzt auch nicht wirklich viele. Ja. Aber ich krieg dich trotzdem kaputt, weil ich einfach dein Schild kaputt mache. Dann hast du noch 4, 5, 6, 7. Schade. Das reicht nicht ganz. 8, 9. Ist jetzt ja unfreundlich. Machen wir das Ganze anders. Also erstmal, die spielen wir aus. So, dann greife ich mit den beiden den an, dann ist der weg, dann hat der, machen wir so und so, und dann hat, dann lebt der noch. Das ist ja Mist. Ja, okay, dann bleibt doch nichts anderes, außer so zu machen. Muss ich leider die zwei Karten opfern. Ja, jetzt habe ich zwar nicht diese Runde kaputt bekommen, aber safe, dass jetzt hier nicht so viel mir an Gegenwehr steht. Ja, gutes Deutsch. Also, ich habe all seine Gegner besiegt und das scheint es doch jetzt mal gewesen zu sein mit ihm. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, der wird jetzt hier nicht so viel bringen. Ja, sich selbst verletzen ist auf jeden Fall gut. Ach, der Golem darf ihn kaputt machen. Boom. Nice. Zweiter Sieg. Wow, zwei Siege in Folge in der Arena. Danke. Ich würde gerne Rechtsklick machen und mich bedanken. Shit. Aber schönes Match. Boah, der schlüsselt sich zum Vergeil aus. So. Na dann gleich auf zum nächsten Match. Habe ich jetzt bisher relativ Glück gehabt mit den Gegnern. Ich hatte nicht so ein crazy Deck wie der Hexer gleich am Anfang, der mich ja auseinandergenommen hat. Oder vielleicht hatten die einfach mal ein bisschen Pech beim Kartenziehen. Oder ein bisschen ist gut. Ja, okay. Schamane gegen Schamane. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nachdem der mir letztes Mal so gute Dienste erwiesen hat, der Auktionator, wird er doch hoffentlich diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Ich rieche Blut. Bäh, ich hasse dich. Einsatz bereit. Ihr könnt euch gegenseitig auslöschen dann in der Runde. Außer du machst es natürlich nicht. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, ich mach das gleich mal auch. Ofenheilung? Nee, Spott. Sehr viel besser. Sehr, sehr viel besser, finde ich jetzt. So, Mr. Bean. Ah. Dich will ich auf jeden Fall loswerden.
Ja, irgendwie ist das scheiße. Ich will dich loswerden, aber... ich will ja nicht beide Karten ausspielen. Bäh. Halt mir die Axt in die Hand. Naja, ist jetzt nicht irgendwie das Schönste. Irgendwie hatte ich es anders gelöst, weil der Auktionator... Okay, ich habe ja noch zwei Zauberkarten. Ich glaube, die Münze zählt nämlich auch als Zauberkarte. Ja. Schön. Na, jetzt habe ich wenigstens noch eine Spottkarte. Mal so, blub. Und... bäh. Ja, okay, dann lassen wir den stehen, glaube ich. Nee. Wenn so ein vielleicht schon mal macht und das war nicht so gut für mich. Machen wir das lieber so gleich, hauen ihn weg. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Fünf Mana. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Nein! Nein, nein! Ich hab gedacht, ich hab noch einen Mana. Nein, bin ich dämlich! Verdammt! Weil dann hätte ich nämlich das Flammenzungen-Totem ausgespielt. Aber so war das ja totaler Dreck. Purer Shit. Oh, bin ich dämlich! Scheiße. Das war ärgerlich, total ärgerlich. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. So, ultra sinnlos. Oh. Die Karte hätte ich noch wirklich gebrauchen können. Ach, Mann, ey. Naja. Was tun? Nicht wahr? Ja, scheiße. Ich würde dann meinen Aktionator kaputt machen. Das ist doch Mist. Siehst du, genau jetzt hätte ich nämlich die Münze gebrauchen können. Ihn ausgespielt, die Münze und ihn verhext. Nee. Ah. Muss ich mich hier mit anderem Shit zufrieden geben. Das war's. Das war auch schon wieder total dämlich. Was mache ich denn hier? Warum spiele ich denn ihn aus? Ich wollte ihn verhexen. Oh. Ich habe in meinem Kopf immer noch 7 Mana gehabt anscheinend. Nicht 6, sonst hätte ich diesen Behindertenzug nicht gemacht. Na. Naja, wenigstens kriegt er ein bisschen Schaden, was nichts bringt. Schön. Schön. Ja, auf jeden Fall, du kommst weg. Ja, wenn das mal nicht mein Todeszug war, die zwei davor. Oder Züge. Nachdem ich mich so gut angestellt habe. Feuer! Ja. Ja. Und okay, eine Karte. Er hat aber noch keine Verhexung gespielt. Keine Eruption, kein gar nichts. Könnte immer noch... Wird er eine auf der Hand haben, ist die Frage. Risiko. Kann sich erstmal mit dem kloppen.
Oder? Hoffentlich hast du bitte keine Verhexung. Keine Verhexung, keine große Schadenkarte. Oh fuck. Natürlich hat er! Natürlich! Fuuuuh! Shit! Das wird mein Untergang gewesen sein. Weil ich ja beide Verhexungen schon ausgespielt habe. Und nur Wurstkarten bekomme. Ich bin die Klinge der Göttin. Schön, ich kann richtig viel machen, um mich zu verteidigen. Jetzt kommt hier noch Illidan. Der wird leider ein bisschen zu viel Action machen. Hat das Gefühl. Ja, genau. Übertreiber. Oha. Ich habe ein ziemlich dickes Problem, muss ich mal sagen. Nächste Runde war's das. Scheiße. Ja, okay. Aber die zwei schlechten Züge von mir haben ja schon ziemlich viel ausgemacht. Shit. Ich bräuchte noch einen Schaden mehr, dann könnte ich ihn kaputt machen und Illidan gleichzeitig. Naja, kann man nicht ändern, wa? Hopp. Und... okay, dann hat er... okay, kann ich so oder so nicht verhindern, dass jetzt hier... oder ich... mach das so. Habe ich jetzt ein bisschen Schaden abgelitten? Danke. Ja, aber das wird leider nichts an meiner Niederlage ändern. Hab ich das Gefühl. Okay, er braucht einen von denen, um ihn kaputt zu machen. Illidan kann ihn kaputt machen. Oder er muss beide verwenden, um das. Nee. Der kann nächste Runde erst angreifen. Ja, Illidan kriege ich auf jeden Fall nächste Runde weg, sofern er jetzt nicht nur meinen Worgen-Puppi kaputt macht. Ach, shit. Naja. Verursacht einen Schaden. Nein! Ich will, dass Illidan verreckt! Naja, das bringt natürlich nichts. Aber ich... verdammt! Schade. Schade, schade, schade. Schade. Noch eine Niederlage und ihr seid raus. Ja. Muss mir ja nicht dran erinnern. So, aber ich würde mal sagen, das war's für heute. Drei Folgen sind drei Folgen sag ich schon. Drei Battles sind eigentlich ganz okay. Auch wenn ich die letzten paar Tage nicht gemacht habe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei den drei Battles. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Hearthstone wieder. Ich hoffe morgen. Haut da raus. Bis dann. Tschüss.